Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Full-Face-Only-Reihe. Ich habe vor ein paar Tagen ein dickes, fettes Paket von Nabla Cosmetics zugeschickt bekommen. Ich glaube, sie haben mir das komplette Sortiment geschickt und ich dachte mir, das ist die perfekte Möglichkeit, mit euch ein Full-Face-Only zu schminken. Das Video ist nicht gesponsert. Ich habe die Produkte ausschließlich von Nabla zur Verfügung gestellt bekommen. Und falls ihr in Deutschland Nabla kaufen wollt, soweit ich weiß, gibt es Nabla bei Pirsch und bei Cosmetic for Less. Ich setze euch die Links zu den Produkten unten in die Infobox. Das ist kein bezahltes Video, einfach nur für so ein bisschen Transparenz zwischen dir und mir. Und ich bin richtig, richtig gespannt, denn einige Produkte kenne ich schon von Nabla, einige Produkte kenne ich noch nicht. Und ich finde es ja immer so schön zu sehen, wie die Produkte einer Marke zusammen funktionieren. Ich habe immer das Gefühl, sie funktionieren dann immer ganz besonders gut. Und wir werden heute etwas gemeinsam schminken. Also, falls ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Und wenn ihr neu seid und mehr Beauty-Make-up-Videos sehen wollt von mir, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und falls es euch gefällt, mit euren Freunden teilt. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Jetzt geht es los. Freunde, ich bin so ein bisschen gespannt. Ich weiß nicht, womit wir als erstes anfangen sollen. Ich glaube, wir fangen direkt mit der Foundation an. Soweit ich weiß, gibt es keinen Primer, beziehungsweise ich habe keinen Primer von Nabla. Und deswegen fangen wir an mit der Close-Up Foundation. Das ist eine Weightless Soft Focus Perfect Complexion Foundation. Das Packaging, es sieht total süß aus, weil es so klein ist. Es sind aber 30 Milliliter drin. Also es ist die Standardgröße an Foundation. Und ich habe das jetzt hier in der Farbe M05 Medium. Ich habe keine Ahnung, ob sie passt. Ich habe sie mir nicht selber ausgesucht. Oh Gott, sie ist gelb. Oh Gott, sie ist wirklich gelb. Und wir arbeiten erstmal die halbe Seite meines Gesichts mit ein. Ich benutze dafür ausschließlich wieder meinen Beauty-Schwamm. Ich finde, damit kann man am besten einfach, also ich zumindest kann damit am besten eine Foundation neu bewerten. Ich weiß, dass Kati die Foundation sehr gerne mag. Ich habe immer gedacht, dass sie trocken ist. Aber wir werden schauen, wie sie auf meiner Haut aussieht. Die Foundation gibt es übrigens auch in einer Vielzahl an Farben. Also da hat Nabla sich definitiv nicht lumpen lassen. Was ich ganz spannend finde, denn Nabla ist eigentlich eine recht neue Marke, soweit ich weiß. Was heißt neu? Sie ist noch gar nicht so alt. Sie war in Italien schon eine Weile da, aber ist jetzt auch erst auf dem Weg international und nach Deutschland. Und ich muss sagen, das ging extrem schnell. Ich finde das Packaging tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist zwar recht günstig, aber es ist extrem hygienisch und ihr könnt das gut dosieren durch diesen kleinen, ja, das ist ein Applikator einfach. Ihr könnt wirklich tropfenweise die Foundation rausholen und verbraucht da nicht zu viel. Ich habe oft das Problem bei Foundations, die mit so einem Shit-Applikator oder so einer Quetschtube kommen, dass dann auf einmal so irgendwie alles kommt und dann ist es halt einfach schade, wenn die Foundation auf der Mischplatte oder im Schwamm vertrocknet. Also farblich ist es jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Ich finde tatsächlich, das Finish auf der Haut sieht aber extrem schön aus. Also das ist ein ganz natürlicher Glow, der, ja, ich habe es schon gesagt, natürlich einfach aussieht. Okay, wow, ich habe die Foundation jetzt einmal komplett fertig eingearbeitet. Ich hole mal einen Spiegel. Es sieht aus, als hätte ich einfach nichts im Gesicht. Den Concealer habe ich bereits getestet. Das ist der Close-Up Concealer. Stay Full Smooth Concealer. Das ist ein Full Coverage Produkt mit einem dicken, dicken Füßchen. Und der ist super cremig. Also ich weiß nicht, wenn ihr den Tarte Shape Tape schon mal benutzt habt. Der ist ja recht dick am Füßchen. Und der ist ganz, also fast schon flüssig. Und das Füßchen gleitet so über die Haut. Das ist ganz verrückt. Ich habe beim Tarte Shape Tape das Problem, es ist halt einfach so, du ziehst halt so viel und dadurch rutscht der Concealer so ein bisschen über die Foundation und die Foundation drunter verschwindet so ein bisschen. Aber der hier, bupp. Wie schnell wir sind heute. In der Zwischenzeit möchte ich mir das neueste Produkt auf die Lippen geben. Das ist das Viper Lip Plumper und das ist wie so ein Lipgloss. Ich habe das heute Morgen schon mal ausprobiert, war ganz spannend. Das ist halt wie so ein Lipgloss, das dreht man raus. Gibt sich das auf die Lippen und das soll die Lippen schon so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Sie durch diesen Plumping-Effekt aber gleichzeitig auch ein bisschen, ne, ein bisschen mehr Lippe rausholen. Und ich blende jetzt den Concealer hier einmal aus. Ich mag den Concealer sehr, sehr gerne. Also bevor es Nabla bei Pirsch gab, habe ich Nabla, glaube ich, bei Beauty Bay gekauft gehabt. Das können wir uns jetzt sparen, weil Pirsch hat es halt hier in Deutschland. Der hat eine super schöne Deckkraft, ist wirklich Full Coverage und
lässt sich schön mit einarbeiten. Es gibt auch ein loses Puder, das habe ich nicht mehr und das mochte ich auch nicht. Das habe ich irgendwann weggemacht. Das war mir nicht fein genug gemahlen. Und deswegen habe ich das irgendwann nicht mehr benutzt. Und ich fand es auch ein bisschen zu trocken. Kennt ihr das, wenn so Puder sehr, sehr trocken sind? So ein Puder war das. Ist so krass jetzt zu sehen. Ich habe nämlich vorhin schon ein anderes Video gedreht. Und da habe ich eine extrem natürliche, also wirklich natürliche Base gemacht. Und jetzt hier so Full Coverage ist am Start. Zum Setten gibt es auch aus der Close-Up-Reihe ein Puder. Auch das habe ich schon mal gehabt in Medium. Und in Medium war es schon gut, aber ich fand, das war mir zu dunkel. Ich habe es aufgebraucht tatsächlich von Nabla, weil es wirklich gut war. Und kleine geheime Info: Angeblich soll das dasselbe Puder wie das Charlotte Tilbury Flawless Filter Puder sein, weil es auch aus Italien kommt und angeblich das in derselben Produktion gemacht wird. Das kann ich nicht bestätigen, also das weiß ich nicht. Es ist aber vom Finish her sehr, sehr smooth. Das mag ich total gerne und in der Farbe gefällt mir das viel, viel besser als in dem anderen. Es gibt nämlich nur drei Farben davon und ich fand, dass das Medium so ein bisschen in die Orange-Richtung geht. Und mit dem Rest gehe ich hier einfach so ein bisschen rüber. Okay, also die Lippen sind schon echt am Start. Es tut nicht weh, aber du merkst, die Viper hat dir in die Lippe gebissen. Okay, abgesehen von der Farbe ist das Full Coverage und sieht extrem. Also es sieht nicht so matt aus wie gedacht. Wir haben einen Bronzer und den habe ich tatsächlich schon mal getestet mit euch und viele von euch hatten sich den auch nachgekauft, weil er wirklich gut ist. Das ist der Nabla Skin Bronzing Effect Bronzer in der Farbe Ambra. Es gibt extrem viele Farben davon. Ich habe jetzt die Farbe Ambra. Ihr seht, ich habe ihn gut benutzt. Der ist fantastisch. Das ist ähnlich wie dieser Highlighter. Also der kommt aus derselben Reihe wie der Highlighter. Ganz spannende Textur werde ich euch gleich zeigen. Und damit gehe ich einfach hier rein. Der ist recht soft pigmentiert. Das ist halt so eine ganz verrückte Textur. Also ihr seht vielleicht, der ist wie so feucht auf der Haut und ist ganz fest hier drin. Also ihr habt gar kein Kickback und könnt das wirklich schön aufbauen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Es gibt ihn in wirklich von Medium bis extrem dunkel. Ich glaube, es gibt sogar einen Konturton davon mittlerweile. Also ihr seht jetzt mal im direkten Vergleich, auf der Seite habe ich den Bronzer aufgetragen. Der ist sehr subtil. Also das ist nicht dieses Produkt im Gesicht, sondern das ist ein wunderschöner Bronzer, den man aufbauen kann. Also je nachdem, welchen Pinsel man benutzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen etwas fester gebundenen Pinsel nehmen würde, dann würde ich natürlich auch mehr Produkt rausnehmen und könnte mir das noch präziser hiermit aufbauen. Also wenn ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt, ist das ein Bronzer für euch. Und das ist selten, finde ich, dass man einen Bronzer sagen kann, dass der für trockene Haut geeignet ist, weil Puderprodukte sind Puderprodukte, ja. Aber der hat eine ganz, ganz spezielle Textur. Santa Maria, das Ding bumst mir die Lippen weg. Sieht man schon einen Unterschied? Was ich ganz toll bei Nabla finde, ist, es ist eine Marke aus Italien, die auch in Italien produziert. Und soweit ich weiß, sind alle Produkte von Nabla auf jeden Fall cruelty-free. Und auch hier einer meiner absoluten Favoriten. Also ihr seht schon, dass wenn ich hier immer so nach unten greife, ist hier meine Schublade mit Produkten, die ich regelmäßig benutze. Und das ist tatsächlich einer von Nabla. Das ist die Farbe Lola. Und auch da gibt es tausend verschiedene und wunderschöne Farben. Sie sind aber alle, lasst es euch gesagt sein, auch wieder so ein bisschen fester gepresst. Aber auch hier, die sind nicht matt. Also das ist so ein Blushleiter, würde ich fast sagen. Und den setze ich mich hier einfach nur so ein bisschen mit rüber und zack, fertig. Ich blende das alles nochmal so ein bisschen ineinander über mit dem Rest, den ich hier in meinem Pinsel habe, dass es so ein bisschen softer aussieht. Und wow, wow, wow. Das ist so schön, so ein. Das ist ja kein First Impression, ne? Sondern das ist so ein Full Face Only. Ich trage mal schnell den Highlighter auf, die Farbe Ozone. Es ist ja. Man weiß einfach, gibt es Produkte, die man mag davon. Ihr seht hier, der Highlighter ist zum Beispiel fast ein Dupe zu den Amorisi Highlighter. Das ist jetzt eine hellere Farbe. Ich gebe mir den aber gerne einfach so ein bisschen gröber rüber. Und ihr habt einfach eine fantastische Base. Also Nabla bis jetzt hatte ich. Ich überlege gerade, ob ich ein Produkt hatte, was ich von Nabla nicht mag. Ich glaube, das Lippenprodukt, was ich euch gleich zeige, das mochte ich, glaube ich, nicht. Meine Lippen zimmern mir alles weg, ey. Puh. Aber die Lippen sind prall, die Lippen sind rot. I stan. Okay, also Base, fantastisch. Ich sette das Ganze jetzt einmal kurz, dass es so ein bisschen weicher wird.
Und ich finde, nach dem Setten kann man immer erst sagen, wie das Make-up aussieht. In der Zwischenzeit hole ich euch ein Stückchen heran und wir zaubern was Schönes auf die Augen. Für die Augen habe ich euch drei Paletten einmal mitgebracht, damit ich sie euch mal zeigen kann. Es gibt die großen Paletten, die sind ein bisschen teurer. Dann gibt es aber auch diese Mini-Paletten, die Cutie-Paletten. Und ich habe hier jetzt drei Exemplare schon mal mit rausgeholt für euch. Ich habe hier einmal die Cutie-Palette Coral. Die ist einfach extrem korallfarben. Und hier seht ihr so, ja, das ist eher noch so die Standardpalette, finde ich. Die Farben sind aber ganz spannend. Also das sind wirklich gute Lidschatten, auch in Italien produziert und schöne Texturen. Dann haben wir hier einmal die Wild Berry Palette und hier ist der Topper Shade hier unten einfach so toll. Das ist wirklich nur so ein durchsichtiger Topper, seht ihr das? Auch hier wunderschöne Farben, die stained ein bisschen, genauso wie die Cutie Palette. Ich möchte aber heute eine Palette benutzen, die ich ganz besonders toll finde, denn die Texturen in dieser Palette sind irre. Das ist die Nabla Nude Palette und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das Schwarz, das Braun und dieser Ton hier, das sind keine Puderlidschatten, aber es ist auch kein Cremeprodukt. Die sind wie feucht, die Lidschatten. Und erinnert mich so ein bisschen an, es gab in der Hattie-Palette, glaube ich, auch eine Textur, die war so ähnlich und ich finde die so fantastisch. Deswegen gehe ich jetzt als erstes in die Farbe Latex Nude und das ist ganz spannend, denn das ist halt wirklich wie so ein feuchter Lidschatten. Also es hat gar kein Kickback und man muss so ein bisschen üben, damit zu arbeiten, weil die halt nass sind. Das kann man ganz, ganz schlecht beschreiben. Wenn ihr mal Zeit und ein bisschen Geld übrig habt und Lust auf Experimente habt, kauft euch diese Palette mal. Weil die Textur ist einfach was, das kennt man nicht, wenn man diese Palette noch nicht benutzt hat. Das Schöne bei den Lidschatten ist, dass sie auf der Haut einfach nicht aussehen wie Lidschatten, sondern es sieht einfach aus wie Haut. Durch diese cremige, ich würde fast sagen lederige Textur. Ich überlege auch gerade, ob ich ein Video mache, wo ich euch mal meine liebsten Produkte aus jeder Kategorie vorstelle. Vielleicht einmal Alltag, Party, Abend, Make-up, wie auch immer. Lasst mich gerne in den Kommentaren einmal wissen, ob ihr Lust darauf habt, dann kann ich so eine Videoreihe mal produzieren. Das ist ja immer was Schönes und lässt sich immer gut vorbereiten für euch. Und vielleicht hilft es ja jemandem. Und ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe No Doubts. Das ist ein Braun. Der hat ein bisschen mehr Kickback. Und man muss jetzt da so ein bisschen mitarbeiten. Ihr seht sofort, es ist auf dem Auge drauf. Dadurch, dass die Farben so nass sind, greifen die halt sofort ineinander über, ohne dass man irgendwas tun muss. Und ich mische ganz leicht die Farbe Plastic mit rein. Hier, die Farbe ist wieder so ein bisschen nasser. Man muss also ein bisschen damit arbeiten. Das ist nichts für Anfänger. Das sage ich euch gleich. Können wir ganz kurz über meine Base sprechen, wie glowy sie aussieht? Okay, mir gefällt der Look aber noch nicht ganz so. Ich möchte gerne noch ein bisschen Farbe mit rein. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal mit dem fluffigen Pinsel in die Farbe Venom. Auch gar kein Kickback. Und geben mir das einfach hier so ein bisschen an den Übergang mit rüber. Und wir machen das Ganze etwas ja, lilafarbener. Und so habt ihr gesehen, wie schnell ich aus einem Look einen komplett anderen machen kann. Auf mein Lid gehe ich in die Farbe Seducer und toppe das Ganze mit der Farbe aus der Wildberry Palette, hier Alchemy 2.0. Es gibt auch Eye Pencils, das sind die Cupid's Arrow Eye Pencils und damit ziehe ich mir einfach meinen Eyeliner. Wir probieren es mal, ob es geht. Okay, wow, es ging schnell. Und ich habe mir das gleich so ein bisschen an meinen unteren Wimpernkranz gegeben. Wow. Ganz anderes Level. Okay, fantastisch. Ich liebe diese Eye Pencils. Mit ein bisschen Mascara habe ich jetzt hier nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier die L'Oreal Lash Paradise Mascara. Ich liebe diese Mascara. Meine Lippen fühlen sich sehr hydriert an. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte mir eigentlich einen Gloss auf die Lippen geben. Den kennt ihr aber schon. Der liegt hier auch in meiner Schublade und ist echt schon durchgerockt. Das ist die Farbe Renaissance. Ich möchte jetzt aber hier die Farbe District benutzen und das ist so ein milchiger Ton. Und das sieht manchmal ein bisschen schwierig aus. Schaut mal, ich habe jetzt nur die untere Lippe gemacht und ihr seht schon, das ist wie so ein, ja, so ein Milchkaffeeton. Ich gebe mir jetzt mal hier von Catrice einen Nude-Farben dann einfach rüber. Und dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen mit anpassen. Bin nicht so ein Fan von teureren Nude Liquid Lipsticks. Ich muss aber sagen, das Augen-Make-up fantastisch. Die Base sieht wunderschön aus. Ich werde die Foundation auf jeden Fall noch weiter austesten und halte euch da ein bisschen auf den Laufenden. Ich bin gespannt, was ihr zu Nabla sagt. Schreibt mir einmal gerne eure Erfahrungen in die Kommentare.
Ich bin gespannt, was ihr mir zu sagen habt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank an Nabla, dass ihr mir die Produkte geschickt habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.